Candace Carter Thoughts to go. Deutsche Version. Ich bin immer noch beim Thema Zeit wahrnehmen, Zeit einsetzen, pausieren, vorwärts bewegen, Unterbrechungen. Okay, heute möchte ich über etwas sprechen und ich habe gerade bei Leo nachgeguckt. Es gibt kein gutes deutsches Wort dafür, beziehungsweise alles, was in Deutsch ist, ist nur negativ. Okay, das Thema auf Englisch heißt to procrastinate. Es gibt sogar bei Leo die Möglichkeit prokrastinieren auf Deutsch. Auf jeden Fall heißt es verschieben, verzögern, zaudern. Don't like it. Procrastination für mich ist etwas, was den schöpferischen Prozess sehr, sehr unterstützen kann. In Portionen. Gemäß. Wie tue ich gemäß prokrastinieren? Wie tue ich gemäß zaudern? Okay. Beispiel. Manchmal, wenn ich was vorhab, ich möchte wieder schreiben, ich möchte an einem irgendein Sach arbeiten, malen oder schreiben oder tun, was wirklich, also das wird schon viel geistige Energie erfordern, tue ich vorher ein bisschen rumdüdeln. Chillen, ja? Chillen, positives Prokrastinieren ist chillen. Ich hänge mal hier rum in der Wohnung. Ich wollte mal immer das Werkzeug ein bisschen anders in die Schublade haben. Ich wollte ja immer gucken, welche Bücher die da liegen, ob ich sie alle brauche. Ich gucke sie mal an, ich lege sie wieder hin. Ich habe schon gesagt, auf der englischen Version, ich bin, weiß Gott, nicht jemand, der toll nähen kann, aber manchmal fummel ich halt rum, zum Beispiel, ich mache einen Crazy Quilt, ich müsste nicht sofort nähen, aber ich könnte überlegen, welcher Stoff wäre vielleicht gut, ich lege das drauf, ich gucke meine Pinseln an, sortiere sie ein bisschen anders, trinke zwischendurch, setze mich hin, trinke eine Tasse Kaffee, gucke auf dem Fenster. Positives Prokrastinieren. Wann kippt es? Wann wird es negativ? Es kippt, wenn ich es nicht aufhöre. Wenn ich dann sage, wenn ich die Entschuldigung habe, oh, ich habe jetzt so lange, jetzt habe ich keine Zeit mehr, kreativ zu arbeiten. Schöpferische Prozesse wieder ein bisschen mal in Bewegung zu bringen. Das ist die Kunst. Wie lange ist Rumdüdeln und Rumhängen gut und wann kann ich sagen, Schnitt, jetzt gehe ich dran. Ein bisschen tue ich das manchmal so, ich stehe sehr früh auf. Zuerst muss ich meinen Kaffee, dann ein bisschen meditieren, vielleicht beten, vielleicht schreiben und dann dieses Prokrastinieren. Ich ziele aber darauf hin, um 11 am PC zu sitzen oder um 11 an der Staffelei zu sein. Also dann gebe ich mir einen Raum vorher und dann hat es aber ein Ende, ja. Weil sonst kann man ja ewig in dieses Chillen, ja. Beides ist gut. Tu es nicht nur negativ sehen. Zaudern ist kein gutes Wort. Ich glaube, ihr habt kapiert, was ich meine. Ich hoffe. Und glaube, genug für heute. Ich hoffe, ihr kommt zurück und besucht mich auf meinem Channel wieder. Okay, ciao für jetzt.